In diesem Video dreht sich alles um den Grundschritt für die Rumba. Ich möchte euch jetzt den Vorwärtsgrundschritt in der Rumba zeigen. Da ich den jetzt für Anfänger aufbaue, starte ich mit einem Startschritt auf 1. Das bedeutet mit dem schnellen Startschritt rechts seitwärts. 1, hier geht ihr rechts seitwärts, meine Herren. Der linke Fuß geht dann links vorwärts, volles Gewicht drauf. Ihr geht zurück auf den rechten Fuß mit eurem Gewicht und tanzt den linken Fuß seitwärts. Jetzt geht ihr mit dem rechten Fuß rückwärts. Ihr wiegt zurück auf den linken Fuß vorwärts und tanzt mit dem rechten Fuß seitwärts. Ich zeige es nochmal und zähle es. 1, 2, 3 und Start. Vorwärts, wiegen, seitwärts. Und rückwärts, wiegen, seit. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, nichts getanzt. 2, 3, 4, auf 1, Pause. Ihr seht, er tanzt die 1 nur ein einziges Mal mit dem Startschritt. Dieser Startschritt ist schnell seitwärts und auf 1, 2, 3 ist auch schnell und dann tanzt ihr lang über 2 Taktschläge seitwärts. Also schnell, schnell, lang und schnell, schnell, lang und schnell, schnell, lang. Falls ihr euch fragt, was auf der 1 passiert, wenn ihr dort lang tanzt, meine Herren, da benutzen wir unsere Hüfte. Ich möchte euch noch ein paar Hinweise geben zur Tanzhaltung in der Rumba. Die Rumba gehört auch zu den lateinamerikanischen Tänzen, das heißt deine Dame und du, ihr steht direkt voreinander und deine rechte Hand ist auf ihrem linken Schulterblatt, die linke Hand ist hier, ihr habt wieder den Medizinball, das heißt ihr habt eine Spannung zwischen den Armen und in diesem Feld, da darf sich die Dame frei bewegen. Mit deinen Armen und deinem Körper leitest du die Dame dorthin, wo du sie hingeführt haben möchtest. Am Anfang reicht es, wenn du hier, wie gesagt, diesen schönen Raum hast, in dem die Dame tanzen kann. In der Rumba gehst du mit dem Startschritt seitwärts. Ihr startet 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vorwärts wiegen mit links, links, seit. Rückwärts wiegen mit rechts, rechts, seit. Viel Spaß beim Üben!